sehr darauf, euch die Karateabteilung vorstellen zu dürfen. Wir heißen Yamato und wir haben ungefähr 70 Mitglieder, davon 30 Kinder. Einen kleinen Auszug davon werdet ihr heute kennenlernen. Die Kinder und die Erwachsenen haben fleißig geübt, um euch ein kleines Programm zu zeigen. Okay. Ja, Karate in der modernen Form als öffentlichen Sport gibt es seit etwa 100 Jahren, genau wie auch Judo. Und was viele nicht wissen, Karate wurde früher im Geheimen trainiert. Darum auch Karate, das ist der Weg der leeren Hand. Und wir zeigen euch heute die drei Bausteine des Karate. Die bestehen aus Kihon, das sind die Grundtechniken, aus Kumite, das sind Partnerübungen, und Kata. Wir beginnen mit den Kihon-Übungen. Verfestigt werden. Die nächste Säule ist das Kumite. Kumite sind Partnerübungen. Diese werden natürlich auch im Wettkampf angewandt. Und auch das zeigen wir euch einen kleinen Auszug, wie das aussieht. Thank you.
ihr seht, beim Komitee geht es schon ganz schön zur Sache. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass man sehr respektvoll miteinander umgeht. Eine ganz wichtige Sache bei uns im Karate ist eine, in der Philosophie, Karate beginnt und endet mit Respekt. Und wir versuchen auch dieses unseren Kindern von Anfang an, oder nicht nur versuchen, wir machen es auch, wir bringen unseren Kindern genau diese Philosophie auch bei. Als nächsten Bausteinen zeigen wir euch Kata. Die höheren Graduierungen im Judo kennen auch Kata. Ich weiß nicht, wann fangt ihr an? Mit der Kata beim Judo? Okay. Auf jeden Fall fangen wir schon ganz am Anfang an im Karate, bei den kleineren. Die erste Kata, die wir euch zeigen, ist die Heian Shodan. Das ist die Kata, die Karate-Anfänger für die Gelbgurtprüfung üben. Frei zu interpretieren. Und David und Marco zeigen euch jetzt zu eben gesehenen Kata Heian-Nidan die Anwendung im Bunkai. Yeah!
hier euch die Kata um zu zeigen. David Pinto hat mit dieser Kata 2003 und 2005 seinen Weltmeistertitel bekommen. David war mehrmals Europameister und möchte euch jetzt die Umzu vorführen. Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen in unseren Sport, in unsere Kampfkunst und unsere Philosophie. Karate ist ein Sport, den kann man ganz früh beginnen. Ihr seht, unser kleinster Paul ist seit 4 Wochen dabei. Finde ich auch ganz tapfer, dass du mitgemacht hast, Paul. Und bis ins hohe Alter kann man Karate fortführen. Man kann jederzeit anfangen. Es ist ein Sport, der formt Geist und Körper. Und wer Lust und Spaß hat, mal bei uns reinzuschnuppern, sei herzlich willkommen. Dankeschön.